Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge, zu einer weiteren Folge von Captain Morgan and the Golden Turtle. So, wir haben mittlerweile jetzt die Steinplatte aus diesem Gebilde hier unten rausgepolkt, das heißt, das Juden Diablo, Diego. Und was wir jetzt nun tun müssen, bin ich ein bisschen überfragt. Aber wir müssen auf jeden Fall noch, Dingsbums Unterstopf finden hier, na? Wie heißt er? Hillary Simmons, Simpkins oder so ähnlich, genau. Percy, Percy, ich könnte viel helfen. Hier gibt es nicht. Nee, gibt's auch nicht, außer Percy halt. Hallo, Percy. Hallo, Percy. Hallo, Mist. Mosaik. Ich habe die zerbrochene Platte, aber das Mosaik wurde zerstört, es tut mir leid. Ah, keine Sorge, das hässliche Ding war die Idee des Gouverneurs. Ich werde ihm sagen, dass es vom Inselgeist zerstört wurde. Wunderbar, der ist auf unserer Seite. Wunderbar. Ja, gut. Wir werden mal sehen, wie weiterkommen. Es geht immer noch darum, dass wir sehen müssen, dass wir irgendwo, wie, wo, was, warum und auch immer und Diego. Kommt angestiefelt. Ich kann mir nicht helfen, aber dieser Herr hat eine gewisse Erinnerung an mich, also für mich besser gesagt, und ich verrate euch nicht, warum. Diego, kannst... Wofür? Es gibt keinen Grund dafür. Wir könnten Fenster... Könnten wir, wenn wir wollten. Aber ich denke nicht, dass wir da hin müssen. Ich denke, wir brauchen was anderes. Diego... Baum. Diego mag nicht Baum. Diego mag vielleicht Kneipentür. Auch nicht. Diego mag vielleicht mit... Auch nicht. Was mag Diego denn? Diego mag vielleicht mit... Verzeiht diesen kleinen Zwischenschnitt, aber mir ist wieder mal ein kleines technisches Problem passiert. Das passiert hin und wieder mal. Ist halt so, wir sind auch bloß Menschen. So, Diego mag die Letter nicht tragen. Das ist schon mal schlecht. Was mag Diego dann machen? Mag Diego vielleicht eine Runde die Taverne aufmachen? Mag er nicht. Mag Diego vielleicht mal mit Vasco reden? Mag er auch nicht. Zu Nathaniels Haus? Mag er da vielleicht hin? Auch nicht. Blumen? Auch nicht. Also Blumenfreund. Auf dem Baum mag er auch nicht. Ach, Diego, Diego, Diego. Mag Diego mit Sancha? Mag Diego Sancha Stand? Auch nicht. Sehr traurig. Bank, was können wir mitmachen? Können wir was machen mit? Ich bin nicht sicher, ob ich dort hineingehen möchte. Gutsman ist diebischer, als ein Pirat sein könnte. Kann man Diego mit der Bank spielen lassen? Auch nicht. Schade. Wo verlagern wir Diego hin? Was können wir mit dem machen? Wir können den im Wasser spielen lassen. Auch nicht. Mit dem spielen lassen. Auch nicht. Diego möchte mit dem Zement spielen. Möchte Diego vielleicht eine Runde der Richtung spielen? Auch nicht. Was ist, wenn wir jetzt... Sancha, Honey. Miss Brown. Ja? Ich habe herausgefunden, wer sie während ihrer Krankheit vertreten hat. Es war Percy. Ja, war er. Der Gärtner des Gouverneurs? Ja, genau der. Ja. Er hat auch die zerbrochene Platte mitgenommen. Der Gärtner wird mal der Mörder. Nur, weil er sie für nutzlos hielt. Na, böse Percy. Ach, danke, Morgan. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Ja, bitte, wir auch. Nehmen Sie das als Beweis für meine Dankbarkeit. Was? Zwei Dublonen. Danke. Ja. Das sind meine Schlüssel. Haben wir noch irgendwas mit ihr bereden, irgendwie, oder? Hallo, Miss Brown. Guten Tag, Morgan.
Hillary Schlupfwinkel. Da Sie für den Gouverneur arbeiten, wissen Sie vielleicht, wo Hillary seinen Schlupfwinkel hat? Was hat das damit zu tun, dass ich für den Gouverneur arbeite? Weiß der Gouverneur nicht über alles Bescheid, was auf der Insel passiert? Der Gouverneur ist viel zu wichtig, als sich um die Machenschaften eines kleinen Mannes wie Hillary Simpkins zu kümmern. Wo finden wir also Hillary Simpkins? Oh, halt. Diego mag nicht in den Schuppen gehen. Mag Diego vielleicht noch eine Blumen pflücken? Auch nicht. Mag Diego da hochklettern? Auch nicht. Mag Diego ein Eis? Auch nicht. Gut. Frag mich nicht, was Wolfie da übrigens gerade spielt, ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Ja, nur so ein bisschen. Wir werden mal was anderes machen. Wir werden mal noch eine Woche kurz wohin segeln, wenn wir das hinkriegen. Dieser Teil des Hafens existierte nicht, als ich als Kind auf die Insel kam. Vielleicht schaue ich mir den Hafen von Hollow Island an einem anderen Tag. Willst du hin? An Bord gehen möchte ich mal gerne machen. Ah, halt, war falsch. Wo willst du hin? Ich würde gerne mal... Lass uns lossegeln! Ja, lass uns lossegeln! Und zwar würde ich ganz gerne mal noch hier hinten wieder segeln. Hat den Hintergrund, wir wollen unserer lieben Freundin, der wir ja nur versprochen haben, gucken, zu fragen, wo Bobby ist. Bescheid sagen, Bobby haben wir gefunden. Nell weiß noch nicht Bescheid. Hallo Nell. Hallo Morgan. Bobby. Ich glaube, ich habe Neuigkeiten von Bobby. Er war auf Hollow Island. Bobby auf Hollow Island? Hast du mit ihm gesprochen? Die Wahrheit sagen. Nein. Man hat mir nur gesagt, dass er sich einer Piratencrew angeschlossen hat, aber mehr weiß ich nicht. Tausend Dank, Morgan. Du warst immer eine so gute Freundin. Hör zu, Nell. Ich schaue weiter nach ihm und wenn ich ihn treffe, erzähle ich ihm von deinen Gefühlen. Tausend Dank, Morgan. Du warst immer eine so gute Freundin. Gern geschehen. Sollen Freunde nicht genau dafür da sein? Gut, habt uns das jetzt irgendwas gebracht? Nicht wirklich, ich glaube nicht. Wo willst du hin? Lass uns lossegeln. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr hin. Wir müssen nach Hollow Island wieder zurückfahren. Tschüss. Mein Weg fand ich jetzt besser. La 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 la. Steht da, es ist doof, eine Treppe hochzulaufen. Na egal. Hallo, dahin. Mädel. Knackarsch, seh zu. Ja, Seniorita. Hillary, ich suche nach Hillarys Schlupfwinkel. Können Sie mir helfen? Nein, tut mir leid. Aber vielleicht habe ich einen Hinweis. Hillary hat das fallen gelassen, als er eben auf dem Platz war. Oh. Dieses Gehäuse ist riesig. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der groß genug ist, ein solches Ei zu legen. Vielleicht hilft es Ihnen, den Schlupfwinkel zu finden. Gut. So, und dann gekriegt eine seltsam aussehende Eierschale. So eine Eierei. Wenn Diego sowas zeigen. Diego mag sowas nicht. Das sind mir die... Auch nicht. Hallo, Sanj. Hallo, Morgan.
Hilly Schlupfwinkel. Hilly Schlupfwinkel liegt auf der Insel, aber Nathaniel weiß nicht wo. Ich auch nicht. Was bedeutet, dass wenn er hier irgendwo sein soll, dann auf der dunklen Seite der Insel? Das ist ein großer Bereich, den wir durchsuchen müssen. Geh doch nicht hin. Fürchterliche Dinge leben in dem Bereich der Insel. Kein Inselbewohner würde sich jemals dorthin verlaufen. Was für fürchterliche Dinge? Ich weiß nicht. Ich war noch nie dort. Der Letzte, der dorthin gegangen ist, kam nie wieder zurück. Sagte sie, ja. Hilft uns noch nicht so wirklich weiter. Diego. Hi, Diego, wie... Bis auf das Gefühl, dass ich meine Zeit verschwende, geht es mir gut. Wunderbar. Hilft uns immer noch nicht weiter. Wir müssen an die dunkle Seite. Können wir vielleicht mit Eierschale hier was machen? Nein, können wir nicht. Was ist denn, wenn wir jetzt gucken, ob wir dahin segeln können? Müssen wir mal gucken. Das hat mich mal interessiert. Wir gucken mal, ob wir segeln können. Nekrof, ich spiele immer noch. Ja. Lass uns los segeln. Und zwar wollten wir eigentlich dahin? Dunkle Seite? Nein, gut. Es hilft nichts, wir müssen sehen, dass wir irgendwie da hinkommen. Ich weiß noch nicht genau, wie und wo und warum. Also, ne? Mal sehen. Diego sagt, sie können die nicht mitnehmen. Wir nehmen die einfach mit, wir gucken, ob sie nicht glaube, vielleicht jetzt so, weil noch haben wir ein bisschen was anderes gemacht. Noch. Diego? Wofür? Wir könnten Fan. Wir könnten aber auch einfach mal in das Gebäude hier einbrechen. Wäre ich tun sehr dafür. Diego anscheinend nicht. Immer wenn ich den Gouverneur sehen muss und das bezweifle. Es hilft uns nicht wirklich weiter, Freunde. Ich bin leicht verwirrt gerade wieder mal. Weil es für mich alles noch nicht so wirklich ganz klar ist, wie wir in die dunkle Seite von der Insel kommen sollten. Hallo, Miss Brown. Guten Tag, Morgan. Mit allen Leuten, die wir hier schon getroffen haben, haben wir jetzt schon gesprochen. Aber wo ist... Wo müssen wir jetzt hin? Ich weiß... Ja, ich quatsch doch nicht voll. Wir klopfen bei Nathaniel nochmal an. Nathaniel? Oder Tanja, wie heißt er? Hallo, Morgan. Es hat keine neue Hinweise jetzt. Das ist ein bisschen ärgerlich gerade. Ganz ehrlich, also ich bin ein bisschen überfragt hier gerade.
Die Uhr ist natürlich auch stehen geblieben, das ist immer noch Dreier. Wir sind schon die Gegend, das ist immer noch Dreier. Keine Ahnung. Freunde, ich sage mal so, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder im nächsten Let's Play von Captain Morgan and the Golden Turtle, während ich mir jetzt diesen Euro und Offscreen in den Kopf zerbreche, wie es weitergeht. Ich bin etwas verwirrt. Genau, liebe Motorradfahrer, ihr sagt es. Bis dann, tschüss.